Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Stream. Von einem etwas habe ich ja gesagt und ja, warten wir noch kurz, bis das fertig ist. Gut, wir sind jetzt hundertprozentig live. Ich habe schon ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Ja. Nee, wir gucken uns das an. Ich habe schon was rausgesucht. Mark Forster. Habe ich mir einmal kurz reingeschaut. Mehr aber auch nicht. Da ist er. Warum machst du dir einen Tick? Warum hast du dir einen Schiss? Was gibt's da zu gewissen? Was? Warum hast du dir einen Schiss? Was gibt's da zu gewissen? Was hast du gegen dich? Emma, siehst du schwarz und bricht aus. Was? Emma, siehst du schwarz und bricht aus. Lenk mal raus. Wie ich dich schlag, ist für dich handgreiflich. Komm, ich zeig dich an. Ich schlag, was ich für dich regnen. Komm, ich zeig dich an. Ich schlag, was ich für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf ein Akbar aus seinen Boxen. Regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf ein Akbar aus seinen Boxen. Der größte Spaß bist du. Ich roll den roten Panther aus. Sache, Alter, du bist das Beste für mich. Team Trucks, komm. Ja, können wir mal wieder vorbeischauen. Swappen, das hat er wieder auch geladen. Was geht, YouTube? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem... Erstmal die der Portfolio schauen, zieht man nämlich bis nach da, aber egal. Kanal Scorpion Darts, meine Freunde. Ich befinde mich gerade in Hildesheim zur Q-School. Ich habe das hier extra nicht thematisiert auf dem Kanal, damit mir Leute keinen Druck machen, weil das Ganze ist für mich ein reines Spaß-Event. Ich bin hier wirklich nur, um Erfahrung zu sammeln. Ich spiele seit einem Jahr und zwei Monaten Darts. Das ist natürlich viel zu früh, um bei der Q-School mitzuspielen. Das ist jetzt gerade der Morgen an Tag 1. Ich habe noch kein Spiel gespielt. Also sprich, Leute, ich bin hier wirklich nur, um Erfahrung zu sammeln. Ich habe längst nicht das Niveau, um hier irgendwas zu reißen, damit das jeder auch direkt mal hört. Mein Ziel für die vier Tage ist es, ein Spiel zu gewinnen. Das wäre schon richtig, richtig geil. Alles andere ist mir erstmal komplett egal, Freunde. Ich habe das Ganze jetzt so gedacht, ich werde jetzt hier erstmal... Ich habe nur 5 Leute an mir. Wieso? Können wir das nicht später machen? Und das kann doch nicht sein, dass ich mit meinem Rücken hier Getränkekisten und so schleppe. Ja. Ist doch was falsch. Können wir das nicht später machen? Nein, jetzt, Schatz, weil ich danach auch weiter zu tun habe. Ich merke das ja schon alles irgendwie. Oh, nice, nice. Können wir gucken, Edgar. Das ist so eine spezielle Edition, glaube ich.
laut. A, B, C, D, E, F, G. Hallo liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mit dabei ist heute der wunderschöne Montana Black. Ihr seht es hier links unterhalb von mir. Der Junge hat auf jeden Fall seine Facecam am Start. Danke auf jeden Fall dafür, Monte. Kein Problem, Digga. Immer wieder korrekt gerne. Korrekt von dir auf jeden Fall. Monte, echt cool, dass du bei so einem Video auch die Facecam einfach mal auslässt. Gibt's ja, dafür, kein Problem. Gibt's dafür bestimmte Gründe oder hast du einfach keinen Bock? Ja, deine Zuschauer sollen halt auch weiterhin hässliche Fressen sehen. Mhm, okay, deswegen gut, Leute. Dann mache ich meine Facecam jetzt hier auch aus. In diesem Sinne, Leute, wenn ihr mal eine richtig hässliche Fresse sehen wollt, schaut auf jeden Fall bei Monte auf Kanal vorbei. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, Monte. Ich habe mir ein Video gefunden, was mich wirklich schockiert hat, ja. Leute, wir machen heute ein Lachen-Challenge und ich hoffe für dich, Monte, dass du wenigstens einmal gelacht hast. Falls nicht, dann kann ich das Video eigentlich komplett in den Müll werfen, weil ich mache das nur wegen deiner Lache und nicht wegen deiner Person, das weißt du. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit diesem wunderschönen Video, Monte, schön. Hä, wieso ist da jetzt Video von mir? Guck's dir bitte an. Und wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, geht es heute um die 5 Euro Taxifahrt. Auf jeden Fall eine ganz coole Story, ist eine Real-Life-Story. Mhm. Bevor ihr euch jetzt aber wundert... Was für eine Scheiße. Ich hasse es, mittwochs aufzuwachen und zu wissen, okay, jetzt musst du GTA zocken. Und du kannst was sorgen, das verschiebe nicht auf... Was ist das für eine Scheiße? Revi, was ist das für ein Dreck? Ich hab das nur angemacht, um zu sehen, wie du dich aufregst. Ja, okay, Monte, pass auf. Wir gehen hin und schauen uns eine Russia-Compilation an, okay? Etwas mit Stil, ja? Yo. Moin, moin, meine Teamfreunde und herzlich willkommen. Heute endlich das Video, worauf ihr alle gewartet habt. Das wolltet ihr einfach wissen, schon seit Ewigkeiten. Und heute ist es soweit. Heute erkläre ich euch mal, wie ich hier alles eingestellt habe. Unter anderem, was alle wissen wollten, wie ich meinen Astro A50 gleichzeitig mit der PlayStation und mit dem PC verbinde. Das heißt, dass ihr PlayStation und PC-Sound gleichzeitig über das Astro A50 laufen lasst. Für die Leute, und das wollte ich auch mal gesagt haben, habe ich noch nie... Wie gesagt, und ich bin jetzt seit 8 Monaten, glaube ich, fest mit Astro gepartnert. Unter anderem, ich zeige es euch einmal ganz kurz, unter anderem schenken sie mir nämlich auch immer Headsets zu, die ich im Livestream ja verlose. Hier ist im Übrigen auch das neue Astro A50. Dazu kommt aber noch ein extra Video. Habe ich schon so gefühlt seit 2 Wochen, habe es noch nicht mal ausgepackt. Ja, moin, ich hasse mein Scheißleben. Oder anderen, unter anderem auch die neue PlayStation. Ausgepackt, noch nie angeschlossen. Ich hasse einfach mein Scheißleben. Naja, und zu dem Thema Astro möchte ich eins nur sagen. Ich bin jetzt seit 8 Monaten mit denen gepartnert und habe, glaube ich, noch nie öffentlich so gesagt, wie ihr mich da unterstützen könnt. Also ich bekomme jetzt keine Fix-Provision pro verkauften Headset. Trotzdem können wir den Leuten ja einfach mal zeigen, dass der deutsche Markt auch am Stissel ist. Ich, falls ihr euch mal ein Astro zulegt, ist wirklich das beste Headset der Welt. No joke, Freunde. Ich habe das schon so Ewigkeiten, das ist das beste Headset der Welt, wirklich. Und wenn ihr euch was Gutes für die Ohren zulegen wollt, dann holt euch ein Astro A40 oder ein Astro A50. Um vorweg jetzt auch mal die Frage zu beantworten, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Astro A40 oder einem Astro A50? Also ein Astro A40 ist soundtechnisch nicht schlechter als ein A50. Der Unterschied ist... Du bist die kleine Verwandte. Du darfst da eigentlich gar nicht. Ich habe auch gesagt, eine Absprache. Deine Haare so fettig. Ist ja eklig. Hast du Haare? So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Wie ihr wisst, ich streame sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft mittlerweile mit euch. Und es macht mir wirklich Spaß, live mit euch zu sein. Aber mit den ganzen Software und PC ist es echt anstrengend, das Ganze zu bedienen. Deswegen gibt es eine Lösung dafür. Und die Lösung heißt Elgato Game Capture Card und Stream Deck. Ich habe beides hier jetzt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal... An Unboxing-Tisch. Pack die Sachen aus. Und jetzt öffne ich ganz vorsichtig. Wunderbar. So. Hier vorne. Kann man das so ziehen? Wow, die Verpackung ist auf jeden Fall sehr schön. Blaue Farbe. Perfekt. Passt zu meinem Kanal. Dann klappt man das hier zur Seite. Yeah. Und dann hat man schon die Game Capture Card. Und die kann man auch schon direkt rausholen. Wow, ich habe gedacht, die wiegt ein bisschen mehr. Das ist ja total klein. Hier vorne haben wir einmal USB-C, ein HDMI-In und ein Audio oder Audio-Jack. Hier das Ganze funktioniert. Perfekt. Und noch eine kleine Klolektüre. Und das war's. Sonst haben wir nichts mehr hier. So, ich werde das Ganze jetzt im Stream testen und mit der Software und so weiter. Ich werde mich ein bisschen mit da zwischen ganz klasse klickt, zum Beispiel auf diese. Findest du das Ende? Hier, bam, wie sieht, bin ich jetzt. Ich will noch kurz ein halbes Video gucken. Ich gehe.
Haben wir jetzt. Funktioniert wunderbar. Und jetzt werde ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und dann werde ich euch zeigen, wie man das Ganze installiert und benutzt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in ein paar Tage wieder. Dann bis gleich. Es dauert für euch nicht lange. Achtung! So Leute, mittlerweile ist es ein paar Tage später und ich habe tatsächlich alles installiert, so wie ich es haben wollte. Deswegen gehen wir kurz in meinen Desktop rein und gucken uns das Ganze an. Ich habe extra eine Kamera aufgestellt hier für den Stream Deck, damit ihr seht, welche Aktionen hier so passieren. Wie gesagt, ich habe es jetzt im Livestream schon getestet. Das funktioniert wunderbar und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Bevor wir aber anfangen, darum rumzufummeln, erkläre ich euch direkt mal den ersten Bug, der hier entsteht, was ziemlich nervig ist bei dem Stream Deck. Das heißt, wenn ihr anfängt, die Knöpfe mit Bilder auszustatten, kann es sein, wenn ihr immer noch da rumfummelt, dass alle Bilder dann verschwinden. Das heißt, alle Bilder, die ich hier so installiert habe, können verschwinden. Das heißt, es könnte sein, dass gleich genau das passiert, wenn wir gleich rumfummeln und euch das zeigen, wie das Ganze funktioniert oder wie man das Ganze installiert. Deswegen, im Moment sind alle Bilder noch da, so sieht es ungefähr aus und dann, wenn die gleich die Bilder weg sind, wisst ihr, dass wieder dieser Bug. Ich weiß nicht, warum das noch nicht gefixt worden ist, weil das ist schon ziemlich nervig, wenn man alles installiert ist. Mein Tipp ist dazu, installiert am besten alles, erst dann macht ihr alle Bilder drauf und dann sollten die Bilder nicht mehr verschwinden. Zumindest war das bei mir so, ob das bei euch auch so funktioniert, weiß ich. Ein anderes Problem, was ich auch bei dem Stream Deck finde, ist tatsächlich, man weiß nie, wenn man auf die Taste klickt, zum Beispiel auf diese hier, bam, wie ihr seht, bin ich jetzt, haben wir jetzt zwei Kameras und ich bin bei Fortnite drin. Ich weiß nie, ob die Taste tatsächlich aktiviert ist oder nicht, weil man sieht es halt nicht richtig. Ne? Jetzt werde ich auf die große Kamera und man sieht es halt nicht, weil das irgendwie wird es ein bisschen dunkler, aber wenn der Raum sowieso sehr hell ist wie hier, dann sieht man das nicht, dass es aktiviert ist. Das wäre cool, dass es irgendwie so ein X. Oh, hier oben mal.
Wirklich, Jo? Ja, und so ist halt so. Größe im Bauch? Ja. Haben Sie recht. Da wäre oder irgendwas anderes, dass das Ding ausgeschaltet ist oder andersrum, keine Ahnung, man sieht es halt nicht richtig, wie ihr seht. Wie ihr seht, man kann zwischen ganz viele Szenen hin und her switchen und das macht schon richtig Spaß, also für den Stream ist es richtig cool. Leider funktioniert es noch nicht ganz cool mit YouTube, also es gibt noch wenige Funktionen. Es wäre cool, wenn man noch ein paar Funktionen mehr hätte für YouTube selber, weil ich selber streame auf YouTube. Leider hat das nicht. Wie funktioniert das Ganze? Das erkläre ich euch erst, aber bevor wir anfangen, meine Bildschirmaufnahme, also dadurch, dass mein Bildschirm richtig breit ist, sieht es ein bisschen komisch aus auf dem Bildschirm. Theoretisch geht mein Bildschirm weiter nach rechts, aber das könnt ihr nicht sehen, deswegen nicht wundern. Ich weiß noch nicht, wie man das Ganze so anpassen kann, dass es nicht komisch aussieht, aber das werde ich jetzt demnächst noch irgendwie herausfinden. So, auf der rechten Seite haben wir hier Game Capture Card. Ihr könnt eure Game Capture hier anschließen. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch könnt ihr alles hier anschließen und ebenfalls über den Stream Deck laufen lassen. Das Einzige, was ich getestet habe hier, war tatsächlich OBS Studio. Das ist übrigens automatisch verbunden, sobald ihr das runtergeladen habt. Man muss das einfach nur an PC anschließen, Stream Deck und schon sind wir. So, dann haben wir einmal Szenen, Mixer Audio aufnehmen, Stream und Quelle. Um eine Szene zu machen, ist ganz einfach. Ihr zieht einfach die Szene. So ein spezielles, wisst ihr? Das habe ich heute noch angeschaut. Aber dass das Astro A40 kabelgebunden ist und das Astro A50 wireless ist. Das heißt, bei dem A50 habt ihr keine Kabels etc., sondern habt einfach das Headset auf dem Kopf und müsst das ungefähr, je nachdem, also ein voll aufgeladenes Astro A50 hält bei mir ungefähr 9 bis 10 Stunden. Ohne Kabel ist schon echt eine Top-Leistung. Na, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das hier angeschlossen habe. So Freunde, jetzt haben wir hier die Astro A50 Transmitter Box. Von dem alten Modell, von dem neuen habe ich es wie gesagt noch nicht, beziehungsweise noch nicht ausgepackt. Und viele von euch werden dieses Gerät hier auch haben. Ich kann jetzt auch nur fürs A50 reden und nicht fürs A40. Und dort habt ihr jetzt drei Anschlüsse. Einmal den USB-Anschluss, der hier ist. Damit lädt man ganz normal das Headset auf. Dann hat man hier noch das Virtual Cable oder wie man das ausspricht. Und hier in diesen Anschluss kommt normalerweise noch ein USB-Kabel rein, was man dann vorne in den PC rein, beziehungsweise PlayStation Teil. Mache ich jetzt einfach. Jetzt muss ich die erstmal richtig fassen. Junge. So, jetzt ist 2 wäre die Wii. Die ist nicht angeschlossen oder nicht an. Und jetzt stelle ich auf 4. Und was seht ihr? Na, komm. Lass mich nicht im Stich. Nicht im Stich lassen. Seht ihr? Zack. So. Und das ist das Geile daran. Das heißt, ich muss auch nie mein Headset umstecken oder so. Sobald ich hier an der Seite umgestellt habe, habe ich auch über meinen Astro da oben auch den Sound. Also das ist eine richtig geile Sache, verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Natürlich Amazon Raffling, versteht sich von alleine. Wie ihr das jetzt alles anschließen müsst, ob ihr eine Elgato habt etc., das kann ich euch jetzt nicht beantworten. Solltet ihr Fragen haben, versuche ich in den Kommentaren drauf einzugehen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Man kann natürlich einfach besser zocken, wisst ihr, wie ich meine? Nicht immer dieses nervige Umgebastele und ja. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch helfen. Fragen in die Kommentare, ich werde sie mir nochmal durchlesen. Und in dem Sinne sage ich einfach wieder. Die hörte ich schon. Ich kann auch auf meinem Fernseher sehen. Also mein Sofa noch. Nein!
ich wollte mal Death Run, nicht Public, nicht Creative. Ja, ich werde absolut ein Scheiß, Alter. Ja, also, bitte nicht zu sehr. Ich weiß nicht, was Scheiße. Ey, Jungs! Runter vom Tisch! Ja! Licht. Ja, das ist mein Spaß. Ach, Digga. Bessel, ey. Ja, lass mal gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn euch meine Videos gefallen. Hey, weiter! Weiter! Bam, bam, zack, zack. Ich wollte eigentlich nur. Was ist da jetzt los? Hallo? Mal mit dem Mund los, Alter. Bruder! DJ, hau noch mal den Aal an. Ich hab Bock auf den Aal.
fuck, ich hab mich verdrückt, ich hab Kugel gedrückt. Ich hab einfach Kugel gedrückt, Digga. Scheiße. Was macht man, wenn man da keine Steine mehr hat? Ne? Wie bei Michael Bauer Billard. Wenn man so scheiße ist, wie ich auf Maustaste drücke. Was macht man dann? Das macht mich so aggressiv. Und dann lenke ich mal richtig zurück und fliege ich zu. Oh Gott. Nee, hallo. Also, Digga, ich bin so lost. Das war's. Mann, nein. Wieso? Ich will doch einfach nur ein entspanntes Video für euch machen. Ihr werdet eher alle ausrasten, wie kacke ich jetzt im Game bin. Und ich bin kacke, ja. Was ist das? Bitte, Herr. Bitte. Oh mein Gott. Ja. 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 Unglaublich tolles Ja. Unglaublich. Müsst ihr ein Like da lassen. Komm. Lass mal ein Like da. Oh, ich hab kein Update gemacht. Deswegen war mein Ding auch ein bisschen los. So, ihr müsst jetzt dafür ein Like da lassen. Für meine Heftis. Für meine heftigen Jump'n'Run Skills. Müsst ihr jetzt ein Like da lassen und ein Abo und eine Glocke und einfach alles, weil ich so unglaublich heftig bin. Nein, ich weiß, ich bin scheiße, aber du hast das kein Like da. Baby, gib ihn. Ach du Scheiße, hab ich gefettfingert. Es hat geleckt, weil ich zu nah an der Wand war. Es hat geleckt. Geiles Game, geiles Game. Muss ich zugeben, da ist was. Jawohl. Ach, Digga, fuck. Komplett lost, Digga. Weil ich mehr weg bin ich gerade. Das könnte auf dem Mund etwas abnormal kritisch werden, mit diesem Scheiß wie in der HSD, Digga. Überhaupt nicht. Digga, ich drücke W des Todes. Wenn ich beim Controller ein bisschen nach rechts senke, Digga, weg ist er. Und jetzt komme ich mit W hier. Ja, jetzt muss ich das vielleicht ein bisschen mehr über die Maus machen. Thank you.
So. Habe ich natürlich auch mit Maus und Tastatur geschafft. Wie ihr unten rechts seht, habe ich nicht mit Controller gemacht. Easy clap. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne kostenlos ein Abo auf dem Kanal da lassen. Ich werde eine ganze Serie machen.
Playlist. Ich feiere Ark wirklich ganz, 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 ganz doll. Das ist eigentlich genau mein Game, hätte ich schon viel früher spielen müssen. Aber damals am Start hatte das Game ja totale Startschwierigkeiten, aber mittlerweile ist es echt geil. Alter, G-Time, als du die Sprachnachricht geschickt hast, ne? Was ich denn hier mit meinen Beeren mache, dass die nicht richtig löcken. Ich war am Boden zerstört, Alter. Ich bin so am Zocken. Ich habe so viele Beeren hier. Du hast in den Kühlschrank reingeguckt und hast Fleisch gesehen, was du naja, es ist absurd. Wieso heißt der eine T-Rex Durex? Der hat Spark, glaube ich, so genannt. Strong. Ach, wenn jetzt, achso, so 300 Kristalle wiegen mehr als so ein fucking riesiger Akku. Das ist ja gut durchdacht dann. Das ist die Arklogik, Max. Nee, ich verstehe das. Also ich kann mehr Kristalle tragen als der Vogel, aber der Vogel... Aber du bist gerne auf Vulkan, ne? Hab ich das Gefühl. Was sind die Kristalle? Wo die Kristalle sind, bin ich, weil Kristalle gleich Gewächshaus gleich Bären, Bären gleich Narkotik gleich Level. Ich verstehe es nicht. Ich hab wieso gröpfe ich über dich? Au! Beinbruch! Das ist so eine schlechte Taktik. Wenn ich alleine losgeflogen wäre, hätte ich jetzt schon dreifach so viel Kristalle. Ja, schon wieder. Es ist zu wack. Es ist shit. Spring doch mal mit Makilo. Makilo springt! Ich soll mit Makilo springen, ja? Gönn doch mal den Schwanz von den Typen, Alter! Hau mal deine Klauen in den Schwanz! Hä? Ja, und dann bin ich zu tief, Digga, dann bin ich zu tief. Hier, Digga, ich flieg gleich selber mit meinem Kilo los. Jetzt greif meinen Schwanz, Alter! Mit deinen Krallen. Ja, meine ich doch! Ja, geil! Ja. Ist hier noch Kristall? Nee, scheiß auf die Kristalle. Komm, wir fliegen jetzt erstmal zum Vulkan, das sieht ja gar nichts. Ja, du kennst doch aus Jurassic World, das ist ja. Ja, genau. Das gibt es hier auch. Das gibt es, dann eine Krake. Hanky, wenn du mich grabst, Stacky, ich laufe jetzt zu Fuß, Hanky, komm, das geht schneller. Du grabst mich weg, ich back weg, lass es, bringt nichts. Die Watch jetzt sehen, ich hab die extra aufgerufen, ne? Ja, ich komm. Komm, zeig mal. Okay, ich mach gerade. Sag mal, wie wird der Kühlschrank aufgebaut? Zeig mal. Zeig mal, mach mal. Zeig mal, die Schmiede. Zeig mal. Jetzt hier hin vor mich, ne? Nein, mach. 1, 2, 1. Alter! Oh, alright. Holy, und das kann jetzt instant Metall ballern? Ja, pass auf. Mach die nicht aus? Warte mal, ich hol jetzt mal eine Riede. Ja, ne? Jetzt siehst du, jetzt ist die einmal durch. Und zack, 20 Eisen, Mann. Einmal durch 20 Metall. Alter, das ist ja strong. Die ist jetzt gleich schon wieder durch, jetzt gleich kommt wieder 20 Eisen. Wie viel rohes Metall war denn in meinem Vogel drin, wenn ich fragen darf? Viel, glaube ich. Boah, das ist, ging mir natürlich Props. Ja, natürlich Props. Hier siehst du, zack, hast schon 40 Ballen jetzt. Durch einen Run magst du mal eben so, ne? Das Alter, jetzt haben wir richtig Metall. Kriegst du aber Props dafür, dass ich unglaublich viel Props. Sag mal, wir brauchen wieder so 3000 oder so ein Stuff, ne? 2000? 400 Metallbarren waren das? Oh, kommt sicher, ja. 400 Öl, Zement 600, Polymer 400. Krank, Digga, krank. Ich weiß, es sieht zwar scheiße aus, aber wenn ich die Dächer platziert habe, dann ist der direkte Treibhauseffekt schon da und alles wird geboostet. Die Wände muss man tatsächlich nicht platzieren. Mache ich noch, aber die Kristalle, die wir haben, will ich jetzt erstmal in Dächer investieren. Und dann habe ich dann überall dreifache. Treibhauseffekt 300%, das ist halt überstrong. Kannst du Hacky schnell schreiben? Ganz schön gemein. Ich wollte gerade sagen, der Marco deinen Akzent nicht. Ganz schön gemein. Boah, das ist eine tolle Tür, muss man sich den Kopf einziehen, wenn man reingeht. Aber Hacky, ganz ehrlich, die sagt das so hoch, auch wenn er geschrieben hat, ich soll die Spur schalten. Das würde ich gar nicht mal so schlimm sehen, weil wenn ich mit Pumatra was mache, dann kann ich ganz wieder aufhören mit Pumatra zusammen. Ja, ja. Ja, immerhin. Der blutet richtig hart, jo. What? 200 von der Level 16er Qualle? Ich fass es nicht. Oh mein Gott, 5 Stunden nachsitzen, du musst 9 Spiele holen, alleine, das schafft man gar nicht. Ich hab 2 Minuten gesagt, der stirbt und es kommt nur, nee, der stirbt nicht, was machst du? Digga, sag mir doch mal, der Spino ist tot, G-Time. Das bin nur Hanky, Alter, ich glaub's nicht. Alter.
Der Kind. Das ist doch schlimmer als Oma. Also das muss man, das hat auch. Ich hab doch schon geschrien nach Hilfe. Sie kann nicht. Man kann ihn nicht retten im Fall. Wenn der stirbt, dann bin ich sauer. Und ich frag, was soll ich machen? Man kann ihn nicht retten, wenn er nicht fallen ist. Selbst Oma ist in die Quallen geschwommen. Ja. Ich bin nicht in die Quallen geschwommen. Wir sind auf einen Megalodon geschwommen und dann kamen 8 Quallen in mich rein und ich bin gestorben. Ich wusste ja, dass das Spino da. Also wer geht denn mit einem Spino, das stärkste Tier auf Land? Max, wer geht damit? Ich bin 10 Meter. Wer schwimmt damit 50 Meter? Ich bin 10 Meter von hier, wo du stehst, ins Wasser geschwommen. Ich dock voll bei der Angie-Time, ja? Mach. Oh, go. Das ist ein sehr intimer Moment zwischen uns beiden, oder? Ja, mach dich nur ein bisschen hier, ja, genau. Ja, nicht zu weit, ne? Ja, warte, noch nicht draufschießen. Ja, das ist das Weibchen, okay, das kannst du abschießen. Abschießen? Ja. Ey, ich hab's gerade gesehen, au! Oh. Treffer. Wie viele Schüsse braucht er jetzt? Oh, ein paar. Daneben. Warte, der läuft jetzt die ganze Zeit hier runter. 2 von 2. Ich sehe mit den Bäumen, ich kann jetzt mal ganz kurz den Baum fällen. Treffer, 3 von Treffer, 2. Da habe ich einen Crit-Hit gegeben. Das ist nicht wichtig. Gesichtstreffer? Ich habe einen Hexenkopf geschossen. Also, das ist jetzt auch noch gerade der entspannte Part, ne? Treffer. Dann werde ich irgendwann weit genug, du darfst dich nur nicht zu weit runtersackeln, Marc. Treffer? Ich bin nicht gesalzt, ich bin an dir dran. Treffer. Was ist der da? Ist ja ein Fleischschutz. Ja, der ist schon weg, was für die. Daneben. Ich bin noch mal kurz an der Tür, Digga. Ja, Hengi! Sag doch mal ganz laut, was du bist. Roman, er weiß doch, wie das ist mit dir immer. Mit einem Endboss-Fight. Ja, er weiß. Und dann bist du 5 Minuten weg. Alter, ich hab ganz wenig Leben nur noch. Ja, es kommt auch, wenn man so kacke ist. Der Rennschild fliegt mich immer rein in das Ding. Ja, du hängst auch sehr weit unten. Du hast dich sehr, sehr weit nach unten geseilt. Du schießt viel zu weit. Ich bin so weit unten, ich schieße die ganze Zeit daneben. Treffer. 4000 noch, und wie geht das? Ja, 12.000 habt ihr. Ja, ich sehe nichts. Der ist weg. Der ist wahrscheinlich weg, ne? Ich nehme mich mal ein bisschen tiefer. Ich sehe den nicht durch die Bäume, da ist der. Treffer? Alter, war der krass aus der Hüfte. Okay, weiter nach vorne. Siehst du den G-Time? Kann ich irgendwie an Bäumen hängen bleiben? Nee, der ist hier. Ah, ich sehe nicht, ich habe kein freies Schussfeld. Der versteckt sich die Bäume, der ist sau clever. Ah, da, okay. Lass weg bleiben. Ah, das ist, Digga, das ist übel Verfolgungsjagd. Ich bin so krass. Thomas hat in einer halben Stunde mehr getroffen. Hallo? Ja? Das ist krass. Ich wollte gerade sagen, ja, also, G-Time fliegt unglaublich krass. Ich sehe ihn. Ich hab ihn. Schwer, ich hab ihn. Ja, er schläft. Er schläft. Ja, einfach, ne? Alter, G-Time, wie bist du geflogen? Kann mal einer den komischen Langhals hier. Ich bin der Raptoren, Digga! Ganz zu der Raptoren! What the fuck, Hilfe! Alles gut. Du hast mich gerettet. Bin ich im Auge, bin ich sicher, ne? Er kann jetzt irgendwie Zustand oder Reflex oder so einen Scheiß halten, ne? Ja, seine Zunge ist größer als ich. Kennt ihr das hier, diese so eine Szene aus dem Film, wo man ins Auge guckt und er pennt und dann geht das Auge auf einmal auf? Moin Meise! Und dann ist auch immer ganz dramatische Musik, kommt dir für jeden Film vor. Du musst ja einfach mal ins Auge gucken, wenn er zu ist. Dann würde ich das zurückschlachte, das direkt dort, gib dir das Fleisch rein und dann ist er fertig. Ihr müsst nur aufpassen, dass er nicht angehindert wird, damit er seine Extra-Level gleich kriegt. Kumatra! Fuck! Was? Siehst du mich, Kumatra? Ja, er hat mich gefressen. Was? Geht das? Ja, da muss ein anderer jetzt weiterkommen. Du musst da jetzt drinnen stecken, Max. Wir können dich da jetzt erstmal nicht rausholen. Was? Da kannst du nicht hier meinen Körper irgendwie rausziehen. Ihr dürft nichts machen, dass ihr den haut oder so, weil sonst geht direkt die Extra-Level weg. Ja, muss man ja. Deswegen sollte man eigentlich beim Tape niemals auf den Viechern rumlaufen. Max, du hast es rausgeschafft. Ich hab's rausgeschafft, weil ich ein guter Spieler bin. Nein, kann ich machen, Digga. Weil er ist zwei Mann ein bisschen getaped. Hä? What? Instant? Ja, wir haben ihn aushungern lassen. Nee, jetzt pass auf. Alter, ist der huge. Ich mach
und lass knacken. Da kommt noch ein T-Rex. So, Leute, jetzt bin ich nach Hause geflogen, ohne ein einziges Mal absetzen zu müssen. Und den machst du um 1 gegen 1. Der kämpft gerade in der Schildkröte, der ist sehr intelligent. Welches Level ist der? 40. Alter, du. Die Katze an der Seite. Dein Movement ist es, ne? Na, jetzt kriegst du mit der Schildkröte zu tun. Ja, Leute. Da kommen noch drei Raptoren. Soll ich das wieder mitnehmen? Nee, ich mach alles platt. Auf die Raptoren? Ja, ich tu da einfach alles hier jetzt. Oh, T-Rex ist down. Wo sind die Raptoren? Digga, das ist halt einfach ein Server, der ist auf eurem Schwierigkeitsgrad eingestellt. Crazy. Würdest du auch Level 100 töten können? Ja. Ich bin runtergefallen! Was ist passiert? Hast du mich runtergehauen? Hilfe, Henki, sag mir ein Henki, Hilfe! Holy shit, wieso geht hier so tief? Wer kämpft gerade gegen die? Ich. Der Wal? Links neben uns Megalodon hier. Da ist auch ein Wal, aber der Wal ist friedlich. Ja, der hat nur was gegen Klose. Oh, hier ist ja auch schon ein Teil. Pass auf! Sag nicht du. Ich kenn ihn einfach. Na, den müssen wir töten. Welches Level ist der? Töte. Kann ich auf dem Wasser schwimmen? Das ist ja so schwach. Hier kommt jetzt noch einer Level 44er auf uns zu. Oh, Töten, da kommen ja so viele. Das ist der 116er. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich ertrink. Ich greife an. Welche Level ist der hier? 44, töten. Töten. Ich habe ihn im Griff. Wo ist der 116er? Er schwimmt bei mir hier rum. Oh, was schwimmt Spark der Stern da? Was ist das? Ja, den Spark. Ich habe auch nichts gesehen da. So, ich habe den 116er, der verfolgt mich jetzt. Jo. Der haut ab, glaube ich, oder? Nee. Der verfolgt mich, ich schwimme mit dem die ganze Zeit jetzt hier im Kreis. Wir sollen auf ihn schießen mit der Flinte. Nee, ich schieße auf den und ich tue den hier die ganze Zeit im Kreis ziehen. Flinte funktioniert unter Wasser nicht, ne? Nein. Du kannst aber von oben, reinschießen. Und der Arm funktioniert unter Wasser. Der ist jetzt fast betäubt, der schwimmt weg. Treffer. Hab mir erwischt. Vorsicht, da sind Quallen. Hey, der ist betäubt. Der ist betäubt. Die Quallen sind schon alle tot, die da sind. Nicht ins tiefe Wasser reinfahren. Der Wal kommt mit einer unendlichen Geschwindigkeit. Jo, der ist da, der Wal ist da. Der Wal ist am Fluss kaputt. Lass den einfach in Ruhe, nicht angreifen. Ja, er ist mit dem Floß hergekommen und das Ding ist halt jetzt kaputt. Ja, wegen dem Floß kommt der. Ihr dürft nicht mit dem Floß da unten rumfahren. Jetzt hat er Flächenschaden gemacht, der Wal. Doch ein Floß. Hat er den Hai getroffen? Natürlich nicht. Er hat Hits. Kill ihn. Auf den Wal. Reicht's mir. Oh. Nice. Alter! Was gibt der, wenn ich da bau? Rohes Yeet. Rohes Yeet. Weil ich fress mich in ihn rein. Du kannst doch nicht mit ihm wegfahren, weil er betäubt ist, ne? Ich bin jetzt tot. Oh, das kann doch nicht sein! What the fuck, das ist ganz unheimlich. Wenn wir den aggressiv pfeifen würden, dann würde der auch nichts machen. Der ist betäubt. Hä, hey, aber dass ich in den reinbacken kann, Alter. Ohne Witz, dieses Spiel immer wieder hat das neue Bugs. Die Qualle ist jetzt im. Ja, das war's. Hier, die ist in ihm drinne. In ihm drinne. Ich hab ihn. Ich hab's nicht bekommen. Ja, Qualle down. Ich glaube, die hat aber auch nicht den anderen, den wir am Zähnen sind, hat die, glaube ich, gar nicht getroffen. Da müssen wir mit dem jetzt erstmal rausschwimmen gleich. Ja, Alter. Wir fliegen jetzt gleich erstmal an eine sichere Stelle. Alter, was macht ihr für kranke Scheiße? Der fährt ja echt von alleine, wenn der einen Stein sieht, ne? Ja, der läuft auf den Zurückklappstein um. Wahnsinn. Alle Steine, die er sieht? Alle Steine, die er sieht, gehen in die Tüte ziehen. Warum hat er das nicht viel früher gemacht? Der hat jetzt 500 Steine gefarmt. Was? Jetzt nochmal die Frage. Muss ich den Deodeniticulus auf der Insel einzäunen oder ist er vom Wasser aus sicher?
Also der geht nicht von alleine ins Wasser, aber auf der Steininsel haben wir die Kuba umlaufen lassen. Wir hatten eigentlich nie Probleme, wenn die dort gewandert haben. Ich würde mal so eine Abgrenzung setzen, dass sie nicht in den Dschungel reinlaufen können. Da weiß ich, wie ich meine. Okay, ich glaube eigentlich, guck mal, dass das richtig hier ist. Einmal klettern. 88. Den nehmen wir. Dann nimm du den. Hab ihn. Strong. Die Frauen sind halt nur dazu da, um fruchtende Eier zu geben. Lit. Hey, mein Dirty ist halt for real verschwunden. Was ist das denn? Schnell erfolgreich.
hast du keinen Bock hier irgendwie? War ein starker Preuß, das war ein richtig starker Preuß. Ehrlich gesagt, zugeben. Das ist einfach eine 7, das bringt halt gar nichts. Und schnell, das schaffst du nicht mal zum Turm. Der Ritter kriegt keinen Schaden. Ja, super, finde ich stark, dass du mit dem Handicap spielst. Umso geiler wird es, wenn Wechsel dann verliert. Aber ist natürlich immer schwierig. Es ist ja nur ein Game. Ne? Ja, ja. Ein Game, das du verlierst. Das wäre ein merkwürdiger. Das sagst du jetzt. Dann bist du so weit nicht. Richtig. Wird nicht ein, aber es können auch nur unentschieden. Unentschieden, Alter. Ist okay, unentschieden. Ja. Kannst natürlich nicht werden. Ups. Alter.
school I did. Jetzt sind wir zum Waschen. Nein, Zauber hier, oder? Also, so sind Zauber der Schaden. Snapshot, obwohl ich. Der hat keinen gebracht, wenn ich über die Feiertage. Oh, die.
Ja, okay. Ich schreibe es nicht so und eigentlich die schwersten Schüsse auch machen. Ja, okay. Da werden sie, ich meine, jetzt wissen sie auch, was zu schreiben ist. Church hat eigentlich vier verschiedene Offensiven versucht, um irgendwie da durchzukommen. Und du hast ja eine härter als die andere gekommen. Das ist mal ganz krank. Schön mit anzusehen. Bevor ich das geschnitten habe, willst du nochmal dein Kanal auf Twitter auch, ne? Ich habe heute gemacht, habe die jetzt nochmal selber auf Okay. Google gegeben und da nochmal analysiert. Sehr, sehr gut. Das würde ich hochladen, ja. Was macht der Minifigur da? Max Schleppel. Ohne. Mit Giant.
hier 80% der Zeit. Lobby 20. Ach, geil. Dieser Hoppelkar hat da. Spiel die Classic-Challenge, die Gegner in dieser Challenge sind so schlecht. Ja, und Classic ist ein bisschen schlechter, aber Leute, es ist jetzt ja nicht so, dass jeder Zuschauer problemlos die 50 geschafft. Weil auf so und so viele Gewinner müssen ja auch noch mal Verlierer kommen. Und die werden nach und nach besser. Es geht jetzt ja auch nicht darum, zu gewinnen. Was ist das? Sondern mit wie vielen Niederlagen durch den Kopf. Und falls glaube ich doch ein 10 Alter, ausfliegt. Mega-Tornado. Mega-Tornado. Was hat es mit ihm auf sich? Nein, Max, was ist? Max, Alter, nein, abgelehnt. Oh, das ist mir egal, wenn wir leisten. Was ist, wenn ich? Ich würde, glaube ich, das meinte, wenn mein 10 Sieg rauswächst zum Beispiel. Und ja, die ganze Zeit reden die Zuschauer, wie easy die Challenge ist und warum nicht 11? Schon eine von der Lenklinge Tour, das wäre auch besser als halt. Ja, wenn er weiter rauswächst. Was? Freue mich schon drauf. Bei Alterwix, wenn das der Matchup ist, könnte eventuell noch. Ja, mit so einem Miner und. Aber der Gegner, guck mal, der hat die Henker Level 3. Jetzt kann man sagen, das ist trotzdem ein guter Spieler. Aber. Ich glaube, man kann sagen, er hat trotzdem ein gutes Deck. Er hat trotzdem ein gutes Deck, es kann auch trotzdem ein guter Spieler sein, aber es gibt niemals einen Spieler mit Henker Level 3, der so richtig krass ist. Weißt du, was ich meine? Das geht einfach mit der Challenge, hätte er schon immer. Ja, guck dir das mal an. Boah, lol, was? Ich hab's gerade gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unter Level 4 hat oder Spielschein, ist so gering, der muss super kurz spielen. Der spielt vielleicht erst 3 Monate oder. Was? Keine Ahnung. Deine Games gehen halt immer mindestens 3 Minuten. Weil Freecrow ist halt eigentlich auch möglich, also irgendwie ist AFK. Stimmt. Richtig. Und der Gegner ist AFK, danke. Bobby. Zuschauer, schreibt mal eure Meinung. Nein, was ihr davon haltet, wenn der Gegner unter Level ist. Ob das dann automatisch schlechter ist und wenn ja, wie viel? Machst du da nicht jetzt über meine Art nicht dann aus, okay? Oh, der Henker war gerade mal ausnahmsweise nicht so schön. Nee, ja, aber die Idee war gut. Umsetzung war scheiße, ja. Danke. Er kann einen zweiten Account haben. Warum? Der spielt safe noch. Also ich würde mir niemals einen zweiten Account machen, wenn ich meinen ersten noch nicht. Er spielt safe noch Free to Power, weil er traut sich den nicht zu spielen, weil er das hat. Ja, der spielt locker noch Free to Power, der hat noch eine Karte auf. Der hat der Gegner eigentlich Grabstein oder nicht so? Meiner Free to Power. Doch, das ist schon seine Lieblingskarte jetzt, Big Spin auf dem Game gegen dich. Darfst du mir sagen, was deine letzte Karte war? Würde mich jetzt so spontan interessieren. Was deine letzte Karte war? Gar keine letzte Karte, da kam Abok spielen. Unerfahren heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Stimmt, aber ich glaube nicht, dass es im Beruf der Welt einen Spieler gibt, der noch mal Turnierstandard ist und bei den Shows geteilt wird. MET. Noch MET. Das ist, da fehlt einfach die Routine, die Praxis, die Monate, jahrelang im Beruf teilweise ist. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich kann man gut sein. Auch so viele Leute sind so dermaßen der Level und viel besser als ich. Aber ich glaube nicht, dass es im Beruf der Welt Karten gibt. Genau praktisch die Entfernung von der Brücke bis zum Turm Tank
Ich bereite mich immer gerne
nicht sagen, aber das Matchup könnte kritisch werden. Ah, er spielt das Matchup auch noch mit gespiegelter Minion-Horde. Oh, das ist echt. Ja, deswegen ist es so. Das Stock, der Poison Spell. Alter, was meint? Alter, ich meine, der Poison hat gereicht. Ja, ich hätte noch schneller. Warte mal kurz. Du hast gerade Zack predicted auf die Skill, obwohl ein Poison da war. Auch das ja. Du predicted man ein Zap in einen Poison. Digga, ja, ich wollte den Turm zappen, damit der Royal Ghost tankt, Alter. Was denkst du denn? Was hat er predicted? Ich dachte, ich wollte den Problem. Ich auch. Ich hab noch Hoffnung, Max. Ja, du Hoffnung. Na, abgesniped. Warte mal. Ja, gut, der spielt irgendein Rand, der spielt nicht mal unbedingt mit mir. Das spielt er vermutlich trotzdem, aber. Ja, der ist komplett auch wechseln. Ja. Der Preußen war auf, oder? Ach, die Maschine, warte mal drin. Gut, ja. War nicht so gut gerade, Max, hast du bisher nichts hier gewastet. Ja. Also, ihr habt echt Gegner bekommen. Ja. Die sehen, ist das Set-Timing da richtig? Oder kann man das verkacken? Kann man das nicht? Nein, war gut, hat sich verkackt. Jetzt musst du was spielen, sonst kriegst du richtig viel Damage. Nice. Was machen wir?
super warm. Ja, das ist komisch. Hab ich nicht mehr. Nein, leider kein Problem. Oder hättest du jetzt auch mal? Nee, hätte ich auch nicht gemacht. Ah, das ist das Stick. Doch, du freust dich von mir, ne? Wobei, nee, es könnte auch das Stick spielen, oder du freust dich. Ich weiß nicht, dass du gut freust, ne? Oh Gott, was spielt der denn? Ich muss trotzdem gut freust. Wahrscheinlich noch in die Ferne und bleiben mit Sepp. Und das WTF, wieso starte ich mit Kobold-Hütter auf Position 8? Ich kann mir jetzt jemanden erklären. Kobold-Hütter hätte ja auch nicht so viel geholfen. Du kannst bei ihm das Deck gewinnen. Ich kenne das Deck hin und aus, wenn ich das Spiel noch entfernen oder ich kann gewinnen. Das Matchup ist, ja, das Matchup ist gut für dich, weil er hat kein Poison. Ja. Wenn du Lock Elixir Z bist und dann Golem die Nacht 6 gewinnst du das. Erstmal abwarten. Du kannst es gleich. Golem, ich bin aus dem Elixir-Vorteil, das ist auch gut. Das ist völlig egal, dass du. Rechts? Ja, jetzt wohl im rechts hin. Und dann direkt dahinter die Nacht. Also direkt dahinter. Nee, kein Preuß. Kein Preuß, kein großen Zauber. Nee. Jetzt Deck habe ich sehr auf dem Wetter gespielt. Nein, was? Nein. Achso, ja, okay, das ist okay. Ich jetzt mega gesehen. Viel, mega dann viel. Sicher die Nacht. Ja, und weg und dann Sepp. Cool, geholt, aber ist okay. Ja, der Sepp kam. Und die Nacht ist okay. Ja, schön, Luftunterstützung, Luftunterstützung. Luftunterstützung! Jetzt hexe wieder, hexe wieder. Okay, ich hab das ist der Jedi. So. Jetzt hexe? Sehr schön. Ja. Jetzt rennen wir einfach rein. Jetzt kommt der Lob richtig. Und jetzt gleich ein Golem an die Ecke wieder. Alter, ich. Ja, gleich. Jetzt Golem an die Ecke. Ja, Golem an die Ecke, ne? Alles. Ja, oh, es hackt nochmal richtig. Oh, es hackt nochmal richtig. Ich meine, das ist hackt auf dem 0 Level. Ja, deswegen meinte ich, dass es völlig egal ist, dass du von verloren hast, was nicht wollte. Alter. Ja, das ist ein bisschen stumpf, ist das Deck. Ne? Deswegen hast du Niklas das Deck auch so, ne? Ja, ist halt. Ist halt relativ. Aber auch. Aber auf so einer, auf so einem Standardniveau, sag ich mal, ist es relativ simpel. Aber um dann halt. Ja, das ist genau wie bei Counter-Matchups. Ja, ja. Halt noch anders das ist, die Skill-Gap ist einfach gering. Man kann nicht viel falsch machen. Wenn man chillt, bis er auf Elixier versetzt oder hinten und spammt dann alle Truppen rein, die man hat, so ganz stumpf gesagt, da kann wie ich nicht großartig was falsch machen. Aber wenn ihr zum Beispiel, ihr habt das Deck ja beide gespielt, wenn Prost das Deck spielt, dann kann man doch so viele krasse Plays hauen. Es gibt ja sehr viele Dinge, die bloß halt einfach zum Beispiel gegen so einen Henker oder so, da gibt es teilweise Sachen, die so bloß ganz winzige Sachen falsch. Auch 4-0. Ich bin tatsächlich auch 4-0. So, jetzt haben wir ja, hier. Dann darf ich ja jetzt. Lachsman, Nasir, Lachsman nochmal voll Angel, alles Subs. Schenken. Nennt man das, ja. Schenken. Ja, muss ich jetzt vorlesen, wie der Sub geschenkt wurde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für alles. Unglaublich krass, was ihr da kriegt. Wir können ja auch 55 Jahre Sub schenken, danke. Kann man überhaupt schenken? Man kann nur für einen Monat schenken, oder? Ja. Also man kann auch nur maximal einen Monat schenken. Ja. Generell. Alles schwierig, irgendwie alles zu verbinden. Aber jetzt nicht mehr genug. Vorne
Was ist
Goblins werden halt den. Oh! Applaus! Oh mein Gott! Geilste Goblin Gang im Jahr 2018. Muss ich ja nur kurz dennoch schön reingeschissen. Das ist der hier. Das ist der Schissgegner. Das ist echt ein bisschen die Challenge. Gefällt mir. Eine Challenge. Einfach mal wieder gegen normale Spieler spielen. Und nicht so, ach, ich join mal eine Grand Challenge. Erstes Game gegen Bixman, zweites Game gegen Tali, oh, 0-2, kein Wort mehr, gegen die Auftrag. Gegen Tali gestern gespielt. Zeige gegen Inferno und irgendwie. Hab links. Und ich hab gewonnen, ja. Ja, weil ich auch die Challenge gespielt. Ich hab richtig gemerkt, dass es Tali ist. Weißt du, der hat richtig. Ich hab ihn vor mir gesehen, wie er überlegt. Der hat wirklich so richtig überlegt gespielt, Leute. Ohne Witz, das war richtig komisch. Die Maschine geht. Digga, warum ist die Flugmaschine denn so OP? Ich hab die immer schon bei den Pros gesehen, die ist so, die bringt so viel Wellen. Warum auf einmal? Hat die irgendeinen Buff kassiert? Die ist in der Luft, Max. Ja, aber doch schon seit. Wie lange ist die Karte draußen? Alle haben die geflamed, Kackkarte. Da meinte ich, die Pros rausfinden, wie man sie spielt, wird sie gespielt. Sag. Ja, ich weiß, die ist echt stark. Ja, das meine ich mal den Flügel. Ist ein richtiges Sniper-Weapon. Der ist nur aufgrund von Fortnite die gut können. Achtung, der ist Buffy. Wenn du das verlierst, dann kriegst du einen D. Du kriegst einen D-Armee, wenn du das verlierst. Ich spiel doch mal einen Golem vorher. Spiel doch mal einen Golem, Alter. Spiel doch mal einen Golem. Hä? Wieso die Flugmaschine? Scheiße. Der Poison. Das ist Gearbox. Oh mein Gott. Die stärkste Karte im Spiel. Habe ich gehört. Danke.
Alter, ein Ort. Ich ahn's halt gar nicht. Da kriegst du keine Werbung über alle Subs. Ist das ein Ich
einen Spieler. Ein Zuschauer. So funktioniert das. Vermisst dich. An deiner Stelle würde ich jetzt nochmal so nach dem Zwischenstand fragen, einfach so. Okay. Weiß gar nicht warum, aber. Wie steht ihr gerade? 6-0. Oh, ich auch. Oh, der ist wohl AFK. Ja, klar. Ja, ich wollte nur erwähnen, ich glaube, er steht 5-1, vielleicht auch 4-2. Ich glaube, 5-1. Ich bin gerade nach links. Oh mein Gott.
damals einen Sub-Rekord. Den haben wir aber nur erreicht, weil das Sub richtig gekostet hat. Nee. Der Rekord war 2300. Alter. Da war aber Twitch Prime neu. Plus also der hat die Hälfte gekostet. Bei Lachs wäre dabei, wird es 6000. Es ist, ich verstehe, ich muss auch sagen, es gibt teilweise Streamer, die haben 1000 Zuschauer und 1000 Subs. So. Ja, das ist halt die Quote da, aber es gibt auch Streamer, die haben mehr Subs als Zuschauer. Ja, das ist echt heftig. Das sehe ich auch manchmal, ja. Das ist ziemlich krass, ich weiß nicht, wie das macht. Wir sind jetzt hier 5000 Zuschauer, davon ist jeder 10. Sub. Und jeder 10. Sub jeweils kam von Lachs. Das Problem wird sein, dass heute in 30 Tagen einfach 200 Subs weg sind. Scheiße, ja, das ist auch oft so. Ich weiß nicht, 14 Stunden Streamer zum Beispiel zu kriegen. Kaum gefühlt. Max, die 100 sind voll. Vier, Alter, 100 Subs. Feiern. In der Form deines Lebens. Oh, da wird aber wieder gebetet. Ist aber auch wieder
schreibt er. Ja, so, perfekt geplaced. Das ist jetzt so ein Schweinehalter im Lecker. Der muss ich mal ausmachen. Ja, das ist ja auch nicht das. Letter over extend. Ich hab jetzt die Subs. Was ist denn eigentlich der Rekord von Subs in einem Tag? Diesen Trug. Oh, Trugreichweite. Das schmeckt. Lecker, oh, jetzt gibt er nicht. Was ist das für ein Gegner? Ja! Pfeifen, Alter, nur pfeifen, weil es direkt neben diese Challenge. Ja, du warst schon in der Entfernung, oder? Ja, ich weiß. Head of Dings hier, das ist der Golf mit absolut zack. Du spielst sogar gut, du spielst sogar gut. Das ist eine Überraschung. Nein, du musst schon der Wichtige. Nee, klar, er hat jetzt keinen Entfernung, weil er einen kompletten Elixier gesagt hat, du hast gewonnen. Der Entfernung ist absolut scheiße. Selbst. Ja gut, selbst ist komm, wer aber so oder so da. Ich weiß. Wenn du das machst, bist du blöd, weißt du? Ich weiß noch, gebe ich den Tipps, Alter. Oh mein Gott. Nein. Das hast du nicht gesehen, Max. Ob ich da jetzt noch. Nein, das meine ich nicht. Spende. Das glaubst du mir nicht. Ach, scheiße. Glaubst du nicht? Dachsmensch mit den 300 Euro und schreibt irgendwas. Kann ich lesen. Deine Vitalität durch euch drei. Ja, kann ich. Also ich hab ja keinen. Ich kann es ja nicht festhalten. Ach doch, man kann Pause drücken. Ich habe aber keine Reaktionsgeschwindigkeit. Alter, du musst gleich mal sagen, was. Alter, Junge, er kam schon. Ich kann es nicht fassen, Alter. Vielen Dank. Ich will jeden nochmal 100 Euro. Ich will es gar nicht aussprechen, aber für Max ist es tatsächlich gerade sogar verdient vielleicht. Alter, für die Plays, selbstverständlich. Leute, es ist ein Sieg auf ganzer Linie. Erstens, richtig geiler Support hier von Luxman und allen Zuschauern. Fette Spenden, unglaublich viel Subs, vielen Dank. Aber, worüber ich mich noch mehr freue. Max. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Und ihr habt mich doch gesagt, so, schau, ich bin noch mit. Ist doch witzig mit so einem Noob, wenn er voll verkackt. So, zu früh gefreut. Hier steht beide 6-1 und ich stehe hier 7-0. Warte mal ab. Wir sind auf 5 Games von den letzten Schildern. Ich mache hier 12-0, Alter. Das wird hier die Entwicklung eures Lebens. Ich hab gesagt, wenn ich verliere, wechsle ich zu Blue Cycle. Spiel ich jetzt erstmal Blue Cycle weiter. Ah, okay. Mach mal. Mach mal. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich hab auch noch nie was umgemacht, sondern das sagt, ja. Hab ich auch nicht gesagt, aber ich hab's so gesagt, damit es jetzt gut klingt, dass ich es gesagt habe. Vielleicht ist das ein geklauter Telefonat. Nee, der Luxman hat das Geld tatsächlich, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das ist keine geklaute Kreditkarte oder sonst was. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ich will es sicher, ich will es sicher, wüsste auch gar nicht. Ja, sag es einfach nur Luxman. Wer geht schon nach einer Sekunde, dass dieser Luxman-Spieler besser ist als der gegen den du gespielt hast? Ja, wo die Gelder herkommen, das ist ja. Das nur ruhig sein, dass da nichts Falsches läuft. Doch man, das ist so ein. Kein Bock mehr. Vielleicht schreibt jetzt Hirsch auch gleich mal Tipps. Sicher. Ja, das ist ganz wenn jemand sich den besten Clash Royale-Spieler der Welt nennen möchte, muss er auch an mir vorbei. Ist das oh ja! Yeah.
Zwei LOL? Ich brauch die ja echt. Mir ist es auch egal, wenn ich nur zwei spiele, aber was? Stopp. Nee, brauche ich nicht, ich habe alle Legendaries. Wieso hat man die Flugmaschine noch nicht gemerkt, aber dafür den Roll Ghost? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Ich starte ja zumindest mal. Ihr bringt die Truhe ja echt gar nichts. Ja, Prestige. Wäre halt schon geil, wenn der Mann nicht nochmal die Truhe wäre als Pilot oder so. Oder was? Ja, stimmt. Ich kann das Deck halt nicht public spielen, wenn es ein Unterschied für nächstes, ne? Hab ich ein bisschen ab. Ich sagen. Lol, ich hab den. Ich hab den Rogo in meiner Lackenchest. Ja. Ich schalte mal so drum, ne? Was ist das für die, was er da hat? 2 Jahre. Ja, mal gucken. Löschen. Beste. Clash Royale Deck. Ich wollte die ganze Zeit echt aber. Ah! Wie ein bisschen Dark Talk, Kappa. Ich werde ihn streamen an dieser Stelle, weil.